Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 7. September 2022 und wir schauen uns heute einen der intensivsten Tage an der Front an zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Heute haben die Ukrainer eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Gegenoffensive seit Beginn des Krieges durchgeführt, und zwar in der Region um Charkow auf den Stützpunkt Balaklea. Wir kommen dazu gegen Mitte des Videos. Wir starten vorher aber wie gewohnt erstmal hier im Süden. Und was wir hier im Süden sehen, ist ein weiterer Versuch seitens der ukrainischen Streitkräfte hier Richtung Ternowe Borde vorzurücken. Ternowe Borde ist wohl noch weiterhin unter russischer Hand. Die Ukrainer haben jetzt hier nördlich davon die Stützpunkte Lubimirovka und Schmidowe befreit und drücken hier auch momentan wahrscheinlich nicht mehr über den Fluss weiter, sondern fokussieren ihre Kräfte jetzt wahrscheinlich hier auf Ternowe Borde und möglicherweise hier auf Bachorodizke. Ja, das sind die nächsten Ziele der Ukrainer hier auf diesem Frontabschnitt. Davon gehen wir zumindest jetzt erstmal aus. Weiter im Norden dann wieder, hier in diesem Korridor südlich des Inhulitz, sind die Ukrainer weiterhin in der Kontrolle der Stützpunkte Kostromka, Schislive und drücken weiterhin hier Richtung Bruskinske auf die T-2207. Wir sehen hier oder hören hier zumindest mal auf den 7. September von keinen weiteren Updates und wir gehen davon aus, dass die Russen möglicherweise inzwischen noch mehr Verstärkung in diese Region gebracht haben, gerade hier über die T-2207 von Kachowka und Nowakachowka, wo die Russen oder was die Russen im Prinzip so als Drehkreuz nutzen und wo die Russen sehr, sehr viel an Reserven haben. Und wir gehen davon aus, dass inzwischen hier die Reserven angekommen sind und dass die Russen versuchen werden, die Ukraine möglichst wieder hinter den Inhulitz zurückzuschlagen. Ob das Ganze erfolgreich sein wird, ja, das ist natürlich die andere Frage. Das wissen wir momentan natürlich nicht. Und demnach werden wir das Ganze hier in den nächsten Tagen weiterhin sehr, sehr genau verfolgen. Dann nördlicher Frontabschnitt hier bei Vysokopolje. Nachdem die Russen hier diesen Stützpunkt aufgegeben haben, haben die sich zurückgezogen und ja, auch Olgine wurde ja aufgegeben. Die Russen sind jetzt hier Richtung Novopetrovka und Novowosnesensk zurückgegangen und was wir jetzt heute hören ist, dass Novowosnesensk von den Ukrainern auch eingenommen wurde. Und das wahrscheinlich von den Einheiten, die hier auf der T-2207 danach aus Vysokopolje vorangekommen sind. Wahrscheinlich die 128. Brigade, wenn wir das Ganze kurz bestätigen und mal nachschauen. Genau, die 128. Brigade, die hier sehr, sehr aktiv ist im Norden, südlich von Krivoj Rog. Und hier eben es geschafft haben, jetzt hier einen weiteren Stützpunkt zu erobern. Und wir gehen jetzt nicht davon aus, dass die Ukrainer hier direkt weitergehen Richtung Novowoskresenske, sondern dass man erst einmal die Kraft konzentrieren wird auf Novopetrovka und Archangelske. Insgesamt haben die Ukrainer hier auf diesem Frontabschnitt momentan die Initiative davon, haben wir keine Bedenken. Was die Mannstärke betrifft an diesem Frontabschnitt, so haben wir jetzt gehört, dass hier seitens der ukrainischen Streitkräfte ungefähr 5.000 bis 6.000 Mann aktiv sind, und zwar hier auf dem Frontabschnitt von Archangelsk bis nach Solota Balka. Und ja, demnach sehen wir auch, dass diese Streitkräfte momentan hier sehr, sehr viel Erfolg haben, weil Vysokopolje eben mit Olgine entscheidende Stützpunkte waren hier im Norden der Cherson-Region und Novowosnesensk eben danach der Rückzugsstützpunkt der Russen war, den die Russen jetzt auch aufgegeben haben. Demnach sind die Ukrainer hier momentan nicht schlecht am Vordrücken. Wenn man das Ganze vergleicht mit den Streitkräften, die hier im Süden operieren, dann ist das Ganze wohl deutlich erfolgreicher. Und gerade wo wir am meisten davon ausgegangen sind oder wo man sich am meisten hätte vorstellen können, dass die Ukrainer drücken werden, und zwar Richtung Kisilovka, um danach eben Richtung Tschernobajewka und Cherson zu kommen, gerade da sehen wir das Ganze oder sehen wir eine sehr, sehr dezimierte Aktivität der ukrainischen Streitkräfte und relativ wenige Erfolge, nachdem man hier Pravdivne und Zelenechai unter Kontrolle gebracht hat.
Aber so viel erstmal für den südwestlichen Frontabschnitt. Dann machen wir direkt weiter, und zwar am südlichen Abschnitt der Front sehen wir momentan keine weiteren Bewegungen von irgendeiner Seite. Und das gleiche betrifft auch hier die Front um Donetsk und Gorlovka. Was wir sagen können bei der Donetsk-Front ist, dass man jetzt hier auch, oder dass wir jetzt hier auch das Update nochmal sehen, dass man diesen Brückenkopf jetzt unter Kontrolle bekommen hat über Stavok Mika und jetzt im Prinzip die ja eigentlich vollständige Kontrolle über diesen Stützpunkt, diesen ganz kleinen Stützpunkt Pisky bekommen hat. Und wir hatten ja gestern davon geredet, dass möglicherweise jetzt die Russen hier Richtung Peromaisky, Wadjan und Apytny vorrücken werden. Hier momentan aber keine weiteren Bewegungen, nachdem man hier diese Brücke unter Kontrolle bekommen hat. Und wir erwarten auch, dass die Russen sich hier jetzt erst einmal umgruppieren werden, um danach die nächsten Operationen und Angriffe vorzubereiten. Weiter im Norden hatten wir gestern die Information, dass die Russen Kodjerma unter Kontrolle gebracht haben. Dazu kam jetzt heute seitens der westlichen Quellen noch nichts. Das Ganze hat gestern die Wagner-Gruppe veröffentlicht, dass man diesen Stützpunkt unter Kontrolle gebracht hat. Und die westlichen Quellen bestätigen das Ganze hier noch nicht. Demnach hier nochmal die Vorsicht, ob das denn wirklich so korrekt ist. Allerdings hat diese Karte, soweit ich weiß, hier Kudjema so ziemlich als russisch markiert. Wenn wir das Ganze mal nochmal anschauen. Ja, jetzt lädt natürlich das Internet nicht. Dann sehen wir, dass hier die russischen Streitkräfte wohl bis an das Ende der Stadt vorgerückt sind. Und demnach können wir den Quellen der Wagner-Gruppe hier wohl mit gutem Gewissen Glauben schenken. Weiter im Norden, weiterhin Kämpfe um den Stützpunkt Zaitseve, hier wieder Angriffe der Russen und Versuche, hier in die Stadt einzudringen und die ukrainische Verteidigung zu zerschlagen. Allerdings auch hier erst einmal keine weiteren Erfolge der Russen. Dann haben die Russen heute wieder Bachmut beschossen und sind auch hier Richtung Bachmutsk und Solidar weiterhin mit Kampfversuchen, mit Angriffsversuchen, ja, in den Tag gestartet und demnach hier auch erstmal Erfolg für die ukrainische Verteidigungslinie, denn die haben die Russen hier zurückgeschlagen. Dann sehen wir Kämpfe bei Grigorjewka und hier haben die Russen versucht, heute wieder voranzukommen und den Stützpunkt Grigorjewka anzugreifen. Hier erstmal kein weiterer Erfolg, auch hier waren die Ukrainer erfolgreich im Verteidigen. Und was hier die südliche Bewegung betrifft Richtung Slawiansk, da sehen wir weiterhin Beschüsse der Russen. Allerdings sind die Russen hier jetzt erstmal überhaupt nicht damit beschäftigt, hier auch mit der Infanterie Angriffe zu führen und versuchen voranzukommen, sondern die Russen mussten hier jetzt zwangsläufig heute einige Einheiten in den Norden verlagern. Und dazu schauen wir uns jetzt halt hier diesen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte an und werden mal hier kurz mal reinschauen, was denn hier passiert ist. Es geht um den Stützpunkt Balakleja. Hier, ich kreise das Ganze mal ein, südöstlich von der Großstadt Charkow, direkt auf der Autobahn über Smiyev und Andreevka. Und hier hatten wir in den letzten Wochen schon von Quellen gehört, die in Smiyev zum Beispiel wohnen, dass man mehrere ukrainische Kolonnen gesehen hat, die sich eben über die P78 von Charkow über Smiyev Richtung Andreevka, Prischep und hier Balaklaja bewegt haben. Und tatsächlich haben die Ukrainer gestern auch hier eine sehr intensive Gegenoffensive gestartet. Ich habe gestern davon geredet, dass es die Hölle für die Russen ist, beziehungsweise haben das Russen berichtet. Und die Ukrainer haben es demnach mit ihrer Schlagkraft sehr, sehr schnell geschafft, hier den Stützpunkt Werbivka unter Kontrolle zu bekommen. Und zwar wirklich sehr, sehr schnell. Es gibt allgemein auf dieser Bewegung sehr, sehr viele Kriegsgefangene auf der russischen Seite und auch sehr, sehr viele Tote, sehr, sehr viele Opfer.
und natürlich Verwundete. Das mit den Kriegsgefangenen haben wir auf zahlreichen Videos gesehen, aus zahlreichen Quellen. Demnach sind die Ukrainer hier sehr, sehr aktiv und schnell vorgegangen und haben die Russen tatsächlich teilweise einfach überrannt und eingekesselt. Und ja, jetzt gehen wir mal ganz kurz zu dieser Operation etwas genauer oder etwas genau auf diese Operation ein. Die Ukrainer haben, nachdem sie Werbew unter Kontrolle bekommen haben, Richtung Balaklaja vorgedrückt und einige russische, beziehungsweise vielleicht reden wir ganz kurz von der SOBR, das ist ein Spezialeinsatzkommando der russischen Nationalgarde und dort gibt es eben zwei Brigaden, die hier im Prinzip für die Verteidigung sorgen oder gesorgt haben, hier um Balaklaja rum. Und angeblich, auch von russischen Quellen, hat man oder den Kontakt zu diesen beiden Brigaden verloren. Und diese sind wohl jetzt hier eingekesselt und haben Schwierigkeiten, sich freizukämpfen. Es gibt auch schon aus ukrainischen Quellen den Bericht, dass man ein Ultimatum gesetzt hat. Das heißt, entweder ihr gebt euch bis 18 Uhr oder man beschießt hier nochmal weiterhin diese Einheiten sehr, sehr intensiv. Das können wir aber hier nicht bestätigen. Okay, und die Ukrainer haben sich demnach danach Balaklaja gewidmet, sind hier danach in die Stadt eingedrungen und zielen natürlich hier auf das 65. Arsenal ab. Ja, und das 65. Arsenal befindet sich im Norden von Balaklaja und das ist eins der größten Depots, welches es überhaupt in der Ukraine gibt. Und die Russen haben ja dieses Depot und diese Stadt ziemlich schnell, und zwar Mitte April, beziehungsweise möglicherweise sogar früher, unter Kontrolle bekommen. Und demnach haben die Russen damit enorme Mengen an ukrainischen Waffen in eigene Hand bekommen. Demnach haben die Russen nach der aktuellen Lage wohl noch nicht dieses Arsenal unter Kontrolle bekommen. Klar, die Russen sind sehr, sehr intensiv am Verteidigen dieses Arsenals. Es geht hier wirklich um mehrere Tonnen Munition, die hier gelagert werden. Und das ist wahrscheinlich der Schlüssel oder wahrscheinlich auch einer der Schlüsselpunkte, warum die Ukraine sich ausgerechnet Balaklaja ausgesucht haben. Danach sind die Ukraine hier im Norden, also wie gesagt, Balaklaja sehr, sehr intensive Kämpfe momentan. Die Ukraine versuchen hier die Stadt unter Kontrolle zu bekommen und die russischen Einheiten hier einzukesseln. Momentan gelingt es ihnen aber noch nicht. Allerdings sind hier die Ukrainer ganz klar am Dominieren und wir erwarten, dass Balaklaja in den nächsten Tagen wahrscheinlich hier fallen wird. Die Russen verlagern sehr, sehr viel an Reserven momentan hier aus Izium Richtung Balaklaja und genauso auch aus Kupjansk und versuchen hier möglichst schnell hier die Situation gerade zu biegen. Inzwischen arbeitet hier auch die Artillerie und die Luftwaffe sehr, sehr intensiv auf ukrainische Positionen. Allerdings auch hier nochmal der Bericht, dass hier die russische Luftwaffe wohl sehr, sehr vorsichtig arbeitet, einfach weil die ukrainischen Einheiten sehr, sehr schnell vorrücken und sehr, sehr nah momentan hier gegenüber den russischen Einheiten stehen und demnach muss man hier vorsichtiger sein und ja, auch hat die russische Luftwaffe momentan etwas Respekt davor, weil hier eben sehr, sehr gute ukrainische Einheiten angerückt sind, die auch in der Lage sind, mit den richtigen Systemen die russische Luftwaffe eben auszuschalten. Genau, dann sind die Ukrainer hier vorgerückt Richtung Jakowenkowe. Und haben hier im Prinzip einen Stützpunkt nach dem anderen mit einer extrem schnellen Geschwindigkeit befreit. Also einmal ist man über Werbewka-Jakowenkowe hier in den Norden Richtung Walochow Jar gerückt und auf der anderen Seite über Stipowe-Iwanewka auch Richtung Walochow Jar. Und hier haben die Russen diesen Stützpunkt innerhalb von wenigen Stunden aufgegeben und haben sich weiter zurückgezogen Richtung Semjonowka, Sumske, Petropolia und danach letzten Endes Schewtschenkowe. Im Prinzip haben die Ukraine hier sehr, sehr viele Stützpunkte in kürzester Zeit einnehmen können, einfach weil die Russen nicht vorbereitet waren auf diesen Angriff im Gegensatz zu den Angriffen, die wir momentan in der Front um Cherson sehen.
Dadurch, dass die Russen nicht vorbereitet waren, hat man eben ja sehr, sehr schnell die Position aufgegeben, hat sich jetzt zurückgezogen. Angeblich gibt es auch schon Kämpfe laut dieser Quelle bei Schewtschenkowe. Allerdings kann ich das Ganze auf keinen Fall bestätigen. Fakt ist aber, dass die Ukrainer Walochiv Jar und hier nördlich Semjonowka und Sumske unter Kontrolle bekommen haben. Hier gibt es momentan weiterhin Kämpfe. Wie gesagt, die Situation kann sich auch schnell ändern, wenn die Russen hier in kurzer Zeit eine gewisse Schlagkraft vorweisen oder aufweisen können. Allerdings sehen wir das Ganze momentan noch nicht. Südlich von Balaklaja haben es die Ukrainer geschafft, zwei Stützpunkte zu befreien, einmal hier bei Rak und einmal Nowogusarewka. Und das sind im Prinzip hier zwei Stützpunkte auf der Südseite des Flusses. Das heißt, hier war es für die Ukraine einfacher anzugreifen als für die Russen sich zu verteidigen. Das Ziel ist hier auf der einen Seite natürlich Richtung Gusarivka aus dem Richtung Balaklaja aus dem Süden vorzurücken über Bairak. Auf der anderen Seite aber hier auf diesem Frontabschnitt möglichst den Fluss zu überqueren, um die T2105 abzuschneiden. Und die T2105 ist die Direktverbindung mit der oder beziehungsweise die T2105 führt hier zur Kreuzung Wisiele, wo man die M03 hat. Und die M03 ist eine Autobahn und diese Autobahn ist die Direktverbindung zwischen Izium und Tschugujew. Tschugujew, einer der oder auch ein sehr, sehr wichtiger Stützpunkt momentan unter ukrainischer Hand, unter ukrainischer Kontrolle. Das Ziel ist wahrscheinlich hier diese Route abzuschneiden und das Ganze hat man jetzt aber hier auch schon geschafft. Jetzt will man natürlich noch schauen, dass man möglichst Balaklaja und Izium trennt. Und das wäre das erste Ziel der ukrainischen Streitkräfte. Das zweite wäre vermutlich dann hier das Abtrennen von Kupjansk. Und Kupjansk wird von den ukrainischen Streitkräften, nein, Quatsch, von den russischen Streitkräften momentan sehr, sehr intensiv genutzt als Drehkreuz und von hier aus werden momentan sehr, sehr viele Truppen auch aus der russischen vom russischen Territorium, hier Belgorod zum Beispiel oder hier weiter Norden Kursk und Woronesch, die werden hier über Kupjansk danach an die Front gebracht. Genau, demnach ist das Ziel ganz klar, dass man hier die Isjum-Bewegung möglichst vernichtet, dass die Russen hier keine Kraft mehr haben, Richtung Slawiansk und Kramatorsk vorzurücken. Und möglicherweise, oder wir gehen davon aus, dass das Ganze momentan auch den Ukrainern sehr, sehr gut gelingt. Wenn man hier weiterhin diese Schlagkraft aufrechterhalten kann in den nächsten Tagen, dann kann es sein, dass man hier ziemlich schnell Kämpfe hat in der Nähe von Balaklaja, in der Nähe von Wisiele und damit nicht mehr weit weg vom Stützpunkt Izium. Auf der anderen Seite sind die Russen momentan hier sehr, sehr aktiv damit, Reserven und Verstärkung Quatsch, hier an diesen Frontabschnitt zu bewegen und demnach wird es wahrscheinlich für die ukrainischen Streitkräfte in den nächsten Stunden deutlich, deutlich schwerer. Genau, so viel dann erstmal dazu. Wie gesagt, hier sehr, sehr intensive Kämpfe, auch sehr, sehr viele Kriegsgefangene, die man hier hat, viele Verletzte, viele Gefallene auf beiden Seiten, vor allem aber auch auf ukrainischer Seite im Süden, weil die Ukrainer hier sehr, sehr aggressiv vorgehen. Und hier auf der einen Seite natürlich auch teilweise die Verstärkung oder die Unterstützung der Luftwaffe fehlt. Demnach momentan hier die zwei aktivsten Frontabschnitte. Mal sehen, was hier in den nächsten Tagen passieren wird. Wir können auf jeden Fall sagen, dass die Herbstkampagne sehr, sehr spannend und sehr, sehr intensiv wird und dass die Ukrainer versuchen werden, vor dem Winter möglichst viel an Territorium zurückzugewinnen und die Russen möglichst weit zurückzuschlagen. Und genau, das ist das, was ich momentan zum 7. September sehen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gerne Like und Abo dalassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder in einem weiteren Update. Bis dahin wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend.